Glück. Auf Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja, ihr kleinen Sesselfutzer da draußen, ich habe richtig gute Laune, denn der Blacky ist am Stüssel und rappt ein bisschen. Schlechter Freestyle. Scheißegal, Leute, ich habe aber richtig gute Laune aus einem ganz bestimmten Grund. Eigentlich sind es zwei. Und zwar, ich hatte ja Geburtstag und es gibt nichts Geileres, als wieder ein Jahr älter zu werden. Juhu! Und zum anderen natürlich, weil einfach ein alter Partner, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, und zwar Private Pixel, wieder richtig am Start ist. Das freut mich einfach mega, weil die Jungs richtig geile Arbeit gemacht haben. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr mal bei den Jungs auf Facebook vorbeischaut. Ihr wisst ja, wie schwer das ist, ein Like zu bekommen, und die Jungs haben es mehr als verdient, dass da mal ordentlich die Likes fliegen. Ja, was habe ich heute mitgebracht? Und zwar ein ganz interessantes Thema, und zwar habe ich das Ganze auf Twitter einmal gesehen und zum anderen auf Facebook, und zwar das Perk Reject von Black Ops 3 war ja für viele overpowered. Also viele meinten ja, ey, extrem krass overpowered, diese Scheiße. Muss ich euch ein bisschen recht geben, aber jeder hat es gespielt. Ich persönlich selber habe es auch gespielt und fand es eigentlich auch dementsprechend nice, und hätte ich es ja nicht genutzt. Aber ich finde diesen Kommentar einfach übelst cool, den ich da gelesen habe. Ich mache das mal ganz kurz auf, einen Moment. Und zwar gab es da eine offizielle Meldung von David Vonderhaar, und zwar hat er geschrieben zu diesem Perk, weil sich da ja alle aufgeregt haben: Let's talk about Reject. I didn't think it was OP. Ja, genau, das merkst du jetzt. That fact that you keep streaks could get a nuclear whiz is a bug. Das bedeutet, Leute, dass es einfach nicht möglich sein wird, mit diesem Reject-Perk oder Spezialist oder wie man es auch immer nennen will, eine Nuklear zu erspielen, weil angeblich diese Killstreaks nicht weitergerechnet werden. Finde ich extrem interessant, dass ihr jetzt den Post raushaut, so spät, beziehungsweise wo jetzt in der Beta es alle irgendwie getestet haben, sich drauf eingestellt haben. Wahrscheinlich wird er gemerkt haben, hey, dieses Perk ist einfach zu krass, zu stark. Wir müssen irgendwas machen, aber wir können es jetzt nicht einfach aus dem Game rausnehmen. Also machen wir es einfach so. Und das finde ich jetzt mal mega scheiße. Also, dann können sie diesen Spezialist auch gleich weglassen, weil, weiß ich, wenn es wirklich so sein soll, dass man damit keine Nuklear mehr spielen kann, weiß ich nicht, für was das sonst gut sein sollte. Ja, wie gesagt, ich war erstmal ein bisschen perplex, weil ich das gesehen habe hier. Und ich habe natürlich noch eine Nachricht mit. Und zwar, Call of Duty Black Ops 3 wird die Map Nuketown zurückkehren, aber nur für Vorbesteller, und das auch angeblich nur für die PS4, Xbox One und für den PC. Ich bin echt gespannt, ich blende euch auch bestimmt mal ein Bild dazu ein. Es sieht eigentlich so auf dem Bild richtig cool aus. Ja, ich sag mal Nuketown 2065 oder so. Also bin echt gespannt, ob das natürlich für die alten Konsolen kommen wird, weiß ich nicht. Müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, aber ich denke, es wird bestimmt wieder eine coole Map, weil es ist immer viel Action. Ich muss dazu auch sagen, dass mir die anderen Maps bis jetzt auch richtig gut gefallen haben. Ich werde dazu aber nochmal ein Video machen, spezielles, wie mir die Beta und so weiter gefallen hat, oder generell Black Ops 3. Wenn sich dann der liebe Social Vanity einfach mal ausgewählt hat, um mit mir das Dual aufzunehmen. Wenn du das Video bisher gesehen hast, schöne Grüße an dich, Digga. Schaut einfach mal bei ihm vorbei, er macht richtig korrekte Videos, hat jetzt gerade seine 4K geknackt, ist auch ein richtig korrekter Typ. Ja, das soll es auch eigentlich schon wieder gewesen sein, sollte eigentlich nur so ein kurzes Update sein. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich würde sagen, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black IMS. Pssch.